Willkommen, Kameraden, bei Let's Play. Ja, Let's Play Star Wars The Old Republic. Jetzt, wo wir die Geschichte abgeschlossen haben, ist natürlich ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch das galaktische Kommando ausprobieren. Wir möchten noch, ich möchte noch Aufstände ausprobieren. Vielleicht können wir noch ein, zwei Flashbands spielen. PvP muss ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Aber erst, wenn ich einigermaßen Gear habe. Und, ja. Das steht noch so an. Und ich würde sagen, anstatt hier feil rumzusitzen, wie Taze, starten wir einfach mal ins galaktische Kommando, beziehungsweise gucke ich mir das jetzt mal genauer an. Ich habe mir das noch nicht so ganz so ausprobiert. Hallo, danke. So, aber als erstes holen wir unsere Gefährten wieder, Marco, weil die sind ja bisher noch nicht aufgetaucht. Ich möchte meine ursprünglichen Gefährten finden. Haben sich alle in den Galaxis verteilt. In den 5 Jahren, in denen ihr fortwährend viel passiert, eure Gefährten sind womöglich immer noch da draußen. Ich will nicht länger darauf warten, dass meine Gefährten zurückkehren. Eure Gefährten kehren womöglich im Laufe zukünftiger Ereignisse zurück. Die Benutzung ist nicht story-konform. Ich verstehe, ich möchte dieses Terminal trotzdem benutzen, um meine Gefährten zu finden, weil die Story haben wir ja schon durch. Ja, ist natürlich schwer. Mach's trotzdem. Ich möchte Marco finden. Ja. Hallo. Marco. Da ist er. Marco ist da. Marco! Marco, willkommen zurück. Wo warst du die ganze Zeit? Hast du verpennt oder was? Ich bin Imperator geworden. Ich bin Imperator geworden, Marco. Guck dir das mal an. Hier, guck mal, ich nehme auch meinen Helm ab. Wenn ich weiß, hier, da, Helm. Da. Hier, ich bin's, Marco. Ich kann nochmal ohne Helm spielen. Gut, Marco haben wir zurück. Scutch lasse ich nochmal. Scutch brauche ich nicht unbedingt. Aber Marco nehmen wir mit als Heilerin. Die ist Level 70 und hat folgenden Rang. Welchen Rang hat sie denn? Wo ist er denn? Da. 10. Na, es geht. Ist auf Heilung. Okay, gut. Da haben wir Marco wieder. Und ich probiere, was war denn jetzt? Steuerung. Das war's, ne? Jawohl. 2:0 für uns. Glaube ich zumindest. Ich glaube, hier wird nichts angezeigt, ne? Die dunkle Seite herrscht über die Galaxis. Ich bekomme Bonus auf die Kapitel. Mache ich jetzt nicht. Wir fangen an mit den Heldenmissionen, oder? Oder Aufstände? Aufstände-Story. Komm, wir machen mal Aufstände. Ich weiß nicht, was das ist. Ich suche jetzt scheinbar. Wir suchen jetzt die Aufstände. Und, ja. Händler für Schwarzmarktgüter. Hat sich hier was verändert? Seht euch schnell um. Nö, nicht wirklich. Dunkel gegen hell, Datacron, okay. Das ist neu. Sind jederzeit willkommen. Oder für mich ist es neu, ich habe es bisher noch nicht gesehen. Da ist Thora. Ich hätte gerne Thora wirklich ganz gerne dabei. Also als richtige Gefährtin, nicht nur als Crewmitglied der Gravestone. Aber scheinbar interessiert sich keiner für die Aufstände. Es ist 20 vor 12 am Morgen. Wann immer ihr bereit seid. Ja, ja. Wir sollten etwas tun. Was denn? Wir haben einen straffen Zeitplan. Ja, immer straffe Zeitpläne. Da ist was. Bereit, kämpfe für die dunkle Seite. Jawohl, ich bin bereit. Ich habe auf Story gestellt, weil ich habe nämlich jetzt mit Grace angefangen, die Geschichte durchzuspielen. Auf Veteran aber. Und da ist mir aufgefallen, Veteran... Das geht ja ganz schön ab da, Veteran. Vor allen Dingen meine Lana ist da auf Level 6 und mein Gear ist bei 208. Das ist ganz schön happig. Jetzt bin ich an einer Stelle, da kommen tausende von Gegnern, wirklich tausende in diesem einen Bereich. Noch auf was, wo wir uns erstmal auf Teron treffen und dann so diese ganzen Roboter reinkommen. Da bin ich gerade und ich sterbe da, weil Lana kriegt das nicht weggeheilt und mein Gear ist auch zu schlecht. Und, alles so. So, ich will da jetzt hin. Jetzt reisen.
Ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Aber Story-Modus dürfte ja eigentlich nicht so doll sein, oder? Das dürfte ja nicht so heftig sein. Eine radikalisierte Splittergruppe, die von zwei mächtigen Sith-Meistern angeführt wird. Wir haben Lord Addison und Lord Zaynisk zu einer befestigten Vulkanbasis auf Ort Mantell zurückverfolgen können. Es ist keinem unserer Agenten gelungen, hineinzukommen. Addison und Zaynisk sind absolut skrupellos, selbst für Sith. Wir müssen diese Bedrohung ausschalten, bevor sie sich auf andere Welten ausweiten kann. Okay. Kämpfe dich durch die oberen Ebenen danach hin. Achso. Hey! Kaputt! Ah, da! Oh, da hinten ist ein. Da ist was. Oh, ich war's nicht! Ich schwöre! Okay, diese. Ich nenn's einfach Flashpoint. Sie heißen Aufstände, aber seien wir ehrlich, es sind kleinere Flashpoints, die sollen weniger auf Story legen, sondern mehr auf Action, das heißt mehr Gekämpfe, mehr Rumgeballere, wie ihr hier vielleicht schon seht. So, ist einer schon tot? Nee. Das ist eine Heilung. Ah, fuck, ich wollte das. Hier ist nur ein Heilungsdingen. Ich lauf da mal rein. Bringt das für uns alle was? Alles lief genau nach Plan. Nee. ETF? Komm, ich spotte die alle mal. So, da ist einer hinten. Ich weiß gar nicht, was jetzt da passiert ist. Warum alle tot sind. Keine Ahnung. Lag das an mir jetzt? Hier, du bist. Schaden! Ich habe mir das Ding erledigt. Vom. Alter, hier, kommt mal her, alle her. So. Ich habe mir den Söldner mal angeguckt. Der ist richtig. Also, was überlebensmäßig angeht. Ist der richtig cool geworden. Ziel abgeschlossen. Alter, irgendwer ballert noch. Ich hatte doch hier ein bisschen Leben. Aber ich kann da nicht reinlaufen. Wieso kann ich hier nicht reinlaufen? Ich habe keine Ahnung. Fuck, ich muss da hin. So. Pfui. So, ich mache nebenbei, mache ich hier, wo liegen die Leute denn jetzt? Nebenbei mache ich, Crafting. Ja, für neue Mods und so weiter. Ich habe schon ein paar andere Charaktere angehauen. Aber wieso konnte ich die Heilung jetzt nicht aktivieren? Also, warum kann man das nicht? Warum geht das nicht? Sollte nicht schwierig sein. Ich erledige das. Hunibagahuna! Man kann übrigens 8 Gefährten jetzt weg, das ist voll geil. Mit den 8 Gefährten ist das richtig geil. Klingt nach einem Plan. So, wir warten erstmal auf die anderen. Zerstörbar-Kisten, keine Ahnung, was das macht. Wieso konnten wir nicht reinlaufen? Kann ich jetzt reinlaufen? Einen Moment, ich muss da mal. Nee. Warum kann ich die nicht aktivieren? Und was ist das? Und ein Artefakt, ein Pokéball! Thermal. Huch! Ich hab ein. Was? Thermal, stärkste und gefürchtetste Sprengstoff in der Galaxie. Ist ein Thermal, den du dort eigentlich. Wo sind denn die Leute jetzt hin? Achso, die sind weitergegangen. Das ist doch nicht, ich wollte mir das eigentlich alles mal angucken. Kann man sich doch einzeln angucken? Ich will mir das Ganze einzeln gerne mal angucken. Einfach mal so durchrennen und hier mal die ganzen Kisten kaputt machen.
Oh, es ruckelt ohne Ende. Ohne Witz. Das gibt doch nicht. Wenn man da, kannst du da jetzt? Du kannst da reinlaufen. Wieso kann ich da? Wieso konnten wir da nicht rein? Was passiert, wenn ich diese zerstörbare Kiste? Kommt denn noch mehr? Da ist auch noch ein Ding, was man nehmen kann. Wir haben eine Aufgabe für euch, Lord Vrad. Tötet die Eindringlinge. Beweist eure Stärke. Ich renne einfach mal weiter. Oh. Ach, das war ein Boss. Der hätte ich vielleicht warten sollen. Keine Ahnung. Eieiei. Das ist ganz schön unangenehm gerade. So, der ist weg. Ich laufe mal in die Heilung rein. Vielleicht passiert was. Ah ja, jetzt. Los! Der kann echt, der teilt echt ganz schön aus. Nein, nein. Heilung, da ist Heilung. Nein. So. Macht wirken. Kann man das Feuer irgendwie unterbrechen? Geht das? Oh oh. Oh oh. Keine Heilung mehr verfügbar. Eieiei. Muss ich mir hier vielleicht erst anderes Gear zusammensuchen? 228, der hat so viel auch nicht. Na, der doch ein bisschen besser. Los, kriegst du hin! Jawohl. Seelenpakt. Das ist ja echt. Das ist ja gar nicht mal so doof. So, wo ist denn der nächste? Den kann ich. So, wo der andere liegt? Da. Nee. Da. Nee. Hä? Der andere, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Nee, der kommt wieder. Ich hatte euch ja gesagt, dass Lord Vrad schwach ist. Gute Hilfe ist eben schwer zu finden. Aber wenigstens kennen wir jetzt die Taktik unserer Feinde. Wenn das alles ist, was sie aufbieten können, sind sie keine große Herausforderung. Okay, also das ist ganz. Also die Kisten geben immer so Dinge zu machen. 4,5 Millionen Schaden? Du lügst doch. Du lügst doch. Wobei, du. Ja, vielleicht mit Gier. Du ist ja anderes Gier. Vielleicht ist das jetzt so wirklich so möglich. 4,5 ist ja schon krass. Dann frage ich mich, was ich dann denke. Oder beziehungsweise was ich dann heile, auch mit meiner Heilerin. Das ist ein Gong-Druide. Wo geht's überhaupt lang? Ihr kennt mich. Ihr kennt euch hier besser aus wahrscheinlich als ich. Achso. Ey. Mein Freund Wurz kaputt, macht all kaputt. So.
Das geht ganz gut soweit. Und denken wir mal ein bisschen. 4,5 Millionen Schaden. Was spielt denn der Echse? Mit Maro? Ehrlich? Der lügt doch. Ah, jetzt kann ich die ganze Zeit... Das ist ja cool. Eieiei. Ich will das. Ich muss es sammeln. Dann muss ich meine Gefährten wegschicken. Nochmal. Ah, die habe ich schon. Sehr gut. Ich laufe hier mal rein. Wo geht's jetzt lang? Hier? Ich habe keine Ahnung. Die Eindringlinge sind nicht tot. Sie schneiden uns in Stücke. Wir haben nichts zu befürchten, Senisk. Ihre Niederlage ist unausweichlich. Das sieht nach Arena aus hier, um ehrlich zu sein. Oh ja. Lodzanisk. Ich schneide euch in zwei! Oh, warum sind jetzt schon wieder böse Sis und so? Ist das alles? Oh. Oh, okay. WTF. Warte, ich kann mich mal töten. Ich könnte mich ja auch töten eigentlich und dann, wir sind zu früh reingegangen. Wir haben die anderen zwei abgeschnitten. Ich bin dann zu früh angefangen. Das, okay. Ist egal. Komm, wir machen das zu viert. WTF? So, ich stelle mich hier hin, so. Ihr müsst auch reinkommen. Danke, jetzt. Hier, bitte. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich schneide euch in zwei! Ich bin der Todesbringer! Ja, ja, und ich bin Taze. Den kann ich nicht unterbrechen. Werdet ihr leiden? Nein! Ich habe schon genug gelitten. Kniet vor mir nieder! So, abspotten, damit Jana auch mich angreift hier. So, jetzt kann ich meinen Megafurz machen. Zorn, Hass, Sieg! Ja, Sieg. Für mich. So.
So, der nächste. Was kommt denn da? Was? Was? Ihr werdet um Gnade winseln. Nein, nicht. Heute nicht. Oh, la la la. Danke. Der Tod ist euer einziger Ausweg. Nein. Oh, wow, wow. Noch mit meinem letzten Atemzug verfluche ich euch! Ja, verfluchen kannst du, aber ob ich dadurch sterbe, glaube ich ja nicht. Zu schwach! Ich brauche Heilung! Optimales Ergebnis erzielt. Ist das knapp gerade? Ah. Ich bin tot. Nein! Mein Glückwunsch, Commander. Ihr habt Elton und Zaynisk vernichtet und ihren Aufstand unter dem Stiefel der Allianz zerquetscht. Eine Handvoll Anhänger haben euren Angriff überlebt, aber sie stellen keine wirkliche Bedrohung mehr dar. Mit ihren Meistern ist auch ihr Kampfwille gestorben. Dieser Sieg ist ein deutliches Zeichen für die restliche Galaxis. Jeglicher Widerstand wird umgehend und gnadenlos niedergeschlagen.